In diesem Video möchte ich euch mal zeigen, wie man den Strom messen kann, der von Geräten verbraucht wird, die an die Steckdose angeschlossen sind. Dazu habe ich hier so ein Strommessgerät, was nichts anderes ist im Grunde als ein Zwischenstecker. Hier kommt es in die Steckdose und hier wird das Gerät angeschlossen, das man messen möchte. Jetzt dieses Modell, das ich jetzt hier in der Hand habe, ist ein paar Jahre alt und ist scheinbar nicht mehr verfügbar auf Amazon. Ich werde euch einfach ein paar andere Geräte mit der gleichen Funktionalität in der Videobeschreibung verlinken. So, ich habe das Gerät jetzt angeschlossen und man sieht jetzt erstmal, dass 232 Volt aus der Steckdose kommen. Das ist in Europa der normale Wert oder zumindest Deutschland, Europa, will ich jetzt gar nicht sagen. Hier habe ich jetzt meinen Wasserkocher und den habe ich extra gewählt, weil natürlich Wasserkochergeräte sind, die richtig viel Strom verbrauchen und da kann man dann was erkennen. Ich schalte jetzt das Display um, hier oben Volt interessiert uns gar nicht, das wird nämlich immer gleich bleiben. Interessant sind für uns erstmal die Wattzahl. Die ist jetzt auf 0 Watt, ist ja noch kein Verbraucher an. Im unterzweiten Display sieht man die gesamt verbrauchten Kilowattstunden. Das heißt, das ist dann der Wert, der für uns interessant wird, wenn wir umrechnen wollen, was es eigentlich gekostet hat. Denn den Kilowattstundenpreis, den wissen wir von unserem Stromversorger. Das heißt, ich schalte jetzt den Wasserkocher einmal ein und ihr seht gleich oben im Wattbereich, was da passiert. Das geht über 2000 Watt. Also die Wasserkocher, das sind schon heftige Geräte, wenn es um Stromverbrauch geht. So, jetzt ist der Tee gekocht. Nein, das Wasser ist gekocht, nicht der Tee. Und zwar waren das jetzt 1,7 Liter und was wir jetzt hier am Display ablesen können, ist, dass es 0,15 Kilowattstunden gebraucht hat und es hat gedauert 4 Minuten und 32 Sekunden. Wir wechseln jetzt gleich mal am PC, um zu schauen, was uns denn die 0,15 Kilowattstunden ungefähr kosten. Anhand von Excel möchte ich euch zeigen, wie man ganz einfach die Kosten für das Erhitzen von 1,7 Liter Wasser ausrechnen kann. Wir haben es ja im Beispiel mit dem Wasserkocher gemacht und da hat uns das Gerät angezeigt, dass wir 0,15 Kilowattstunden verbraucht haben. Deshalb trage ich jetzt mal die 0,15 in das Feld hier ein und sehe hier unten, was es uns gekostet hat. Hier oben die 29,2, das sind in Wirklichkeit 29,16, das ist der Durchschnittspreis einer Kilowattstunde in Deutschland im Jahr 2017. Daran habe ich mich jetzt einfach mal orientiert, dann werden diese zwei Zahlen mal genommen und dann kommt man eben auf die 4,37 Cent. Ich möchte jetzt auch nochmal im Taschenrechner demonstrieren, falls ihr nicht mitgekommen seid. Man tippt einfach die 29,16 Cent, Excel hat hier gerundet, mal die 0,15, die uns das Gerät angezeigt hat, ein, sagt ist gleich und dann bekomme ich eben die 4,37 Cent heraus. Und so kann man das natürlich mit jedem Gerät, das man im Haushalt hat, machen.